Simon, am Ende ist es 5:1 ausgegangen. Vielleicht ein Tor zu viel. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das Bayern in allen Belangen besser war. Und, wir haben uns trotzdem gut verkauft hier, vor allem in den ersten 25 Minuten. Und auch nach dem 3:1 Anschlusstreffer. Ich denke, das können wir mitnehmen. Wir haben ja heute alles rausgehauen, wollten ein gutes Spiel abliefern. Das, denke ich, ist uns gelungen. Auch wenn sich 5:1 natürlich etwas hoch anhört. Stefan Kunz, Pokalspiel in München vorbei, FCK ist ausgeschieden. Wie zufrieden ist der Vorstandsvorsitzende mit dem Spiel hier? Ergebnis nicht so besonders, aber wenn man dann das Spiel gesehen hat, die 90 Minuten, war ein mutiger Auftritt. Wir haben auch nicht aufgegeben. Natürlich darf man nicht unbedingt durch den Standard in den Rückstand geraten. Das war das, was wir nicht uns vorgestellt haben. Dann ist es leider so gekommen, wie der Trainer öfter mal recht hat, dass auch ein Ballverlust 80 Meter vorm Tor zumindest mal gegen die Bayern für akute Gefahr sorgen kann. Aber muss man auch sagen, ist natürlich dann auch klasse gespielt von den Spielern von Bayern. Dann haben wir ein bisschen einfachen Elfmeter angeboten und sind aber dann nochmal zurückgekommen. Eigentlich hat man das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft hier nicht ohne eigenes Tor rausgehen möchte und dann auch die Fans, die so zahlreich angereist sind, dass man die eben dann auch zufriedenstellen möchte. Zum Schluss denke ich ein Tor zu hoch von der Leistung her, aber insgesamt der Auftritt, vor allem mit 4 Eigengewächsen in der Startformation, muss ich sagen, glaube, dass das die ersten Ansätze sind für die richtige Richtung. Du hast schon gesagt, ihr habt mutig mitgespielt. Was kann man aus so einem Spiel Positives mitnehmen fürs Spiel am Sonntag? Ja, gut, ich denke, das sind zwei Paar Schuhe. Wir müssen uns einfach das Spiel abhaken, das mitnehmen, dass wir hier uns gut präsentiert haben und hier wirklich reingefightet haben und uns wirklich ordentlich verkauft haben. Das Sonntagsspiel freue ich mich drauf. Und wir sollten auch gar nicht so viel spekulieren, was ist wenn, sondern wir gucken, dass wir am Sonntag eine super Leistung hinbringen, Leute auf unsere Seite ziehen und dann schauen wir weiter.